sind D-Mark-Scheine drin. Prima. Und? Die Währung gibt es schon seit Jahren nicht mehr. D-Mark. Im Jahr 2005 per Molekularsimplexion und subsequentiell durch trivialkompatible Plasmakonvergenzen perturbiert, Quare spezifische Kausalalgorithmen und Solarkatarakte in Verbindung mit subkonjunktualen Methanresonanzen zu einem molekularkumulativen Effekt führten, wodurch damit die teragenen D-Mark-Scheine ausgelöscht wurden. Das stimmt. Finish him, Michael.
WIB, geben Sie mir die Diskette. Was? Dann nehmen Sie doch bitte Ihre Sonnenbrillen ab. Idioten. Hallo? Also irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass der Film schon wieder vorbei ist. Und was ist mit mir? Hey, ich bin auch noch da. Ich will nicht immer übersehen werden. Hört mal, langsam habe ich die Schnalle aber gestrichen voll. Sehe ich aus wie ein Zimmermobiliar, das man einfach in der Gegend rumstehen lässt? Ich will mitkommen. Ich will auch im Abspann erwähnt werden. Ich will endlich mal ein bisschen mehr Respekt. Ich habe auch Gefühle. Ich habe auch eine Seele. Ohne mich gäbe es diesen Film gar nicht. Ich spiele hier eine wesentlich tragendere Rolle als diese Neuzeit-Desperados. Ich dachte eigentlich, dass unsere heutige Welt emanzipiert genug ist, um einzelne Randgruppen nicht einfach zu verstoßen. Warum bitte stehe ich dann hier alleine rum, gefüllt mit hunderten rotziger Geldscheine, während andernorts die Herren Darsteller gefeiert werden? Ich will auch am Pool liegen, umgeben von leicht bekleideten Kofferinnen und mir die Sonne auf den Deckel scheinen lassen, statt hier mein tristes Dasein auf einem Parkhausdach zu frönen. Wisst ihr, manchmal, da habe ich einen Traum. In diesem Traum existiert eine Welt, in der Menschen und Koffer gleichberechtigt über die Straße gehen können, ohne dass jemand sich ausgegrenzt oder benachteiligt fühlt. In dieser Welt kann jeder Koffer seine freie Meinung sagen, ohne gleich eine Kugel ins Leder zu bekommen. In dieser Welt würden Menschen ohne zu zögern elternlose Kofferbabys aufnehmen und auch ihre eigenen Kinder in der bequemen Polsterung unserer Eins verstauen. Und Menschen und Koffer würden Hand in Hand sagen, wir sind ein Volk, wir sind eine Einheit, wir leben füreinander und als allerletztes würden wir uns jemals irgendwo im Stich lassen.